Wenn es um die Förderung kultureller Projekte geht, ist hier in der Region der Kulturraum Vogtland Zwickau zuständig. Der Zweckverband verwaltet mehr als 15 Millionen Euro, die gerecht verteilt werden müssen. Um das sicherzustellen, ist eines der Organe der Kulturbeirat, dem verschiedene Kulturexperten angehören. Landrat Christoph Scheurer als Vorsitzender des Kulturkonvents hat im Schloss Hinterglauchau die Mitglieder des Beirats offiziell berufen. Es ist eine große Verantwortung, die die Mitglieder des Beirats haben. Wenn es darum geht, Gelder zu verteilen, muss sich der Kulturkonvent auf ihre Expertenmeinung und Erfahrung verlassen können. Der Kulturbeirat ist das Beratungsgremium für den Kulturkonvent, der also im Kulturraum, das Sagen hat dazu. Und hier sind aus all den Sparten, aus all den Kultursparten Fachvertreter mit benannt worden, die hier also miteinander beraten, was wichtig ist, was für den Kulturraum wichtig ist, wie Geld verteilt wird, die Anträge bewerten und damit auch mit Einrichtungen reden und letztendlich uns einen Vorschlag machen. Der Kulturbeirat besteht aus 21 Mitgliedern aus dem Landkreis Zwickau und dem Vogtlandkreis, die wiederum aus den verschiedenen Sparten der Kultur kommen. Die bisherigen Mitglieder waren seit 2009 tätig und nun wurde der Beirat neu berufen. Wir haben den schönen Moment, dass wir alle wiederberufen konnten. Also alle, die seit 2008 hier arbeiten, waren bereit, das noch einmal zu tun. Und wir werden aber in Arbeitsgruppen auch einige Jüngere mit einbeziehen, die dann in Zukunft diese Aufgabe mal übernehmen können. Als kleines Dankeschön bekamen die Mitglieder des Beirats ein kleines Präsent. Eine Kaffeetasse, einen Ersttagsbrief mit einer Hartensteiner Briefmarke und einen Original-Planitzer Spaßvogel. Die Zwickauer Oberbürgermeisterin Pia Findeis als Mitglied des Kulturkonvents übergab die kleinen Zwitscherer den Beiräten inklusive einer kleinen Erläuterung zum Gebrauch. Und da schon mal alle Mitglieder in diesem Rahmen zusammen waren, kamen sie auch gleich zu einer Sitzung zusammen. Es war jetzt die abschließende Sitzung des Beirates für die letzte Legislaturperiode. Die ging vom 1. Juni 2009 bis jetzt noch zum 30.06.2013. Und der Beirat hatte heute noch die ein oder anderen Themen zu besprechen. Es war ein ganz großer Schwerpunkt heute das Thema kulturelle Bildung. Ein ganz bedeutsames Thema, auch auf Landesebene bedeutsam, in unserem Kulturraum bedeutsam. Wir hatten unsere Koordinatorin für diese Tätigkeit eingeladen, die also dem Beirat berichtet hat über ihre Aufgaben, über das, was momentan dort passiert. Und hatten dazu auch eine ganz entsprechende, anregende auch Diskussion und ein bisschen Impulse, die es da auch gegeben hat. Und wir haben natürlich jetzt mit dem Blick darauf, dass der Beirat seine Tätigkeit nach Konventsbeschluss fortsetzen kann, die Termine für das zweite Halbjahr vereinbart. Und zu tun haben die Beiräte eine ganze Menge. 2 bis 3 Mal pro Jahr kommt das gesamte Gremium zu Sitzungen zusammen. Die einzelnen Fachbereiche treffen sich noch häufiger. Alle Beiräte sind im Übrigen ehrenamtlich tätig.